Ich habe auch irgendwie relativ harte 1,5 Jahre gehabt. Manchmal kommt das Leben dazwischen, sag ich mal, und dann irgendwann später die Zeit, um das zu verarbeiten in Musik, und das ist passiert. Beim Splash letztes Jahr war ich einer von 9 Leuten, die live gerappt haben. So, das ist nicht was, worum ich mir Sorgen mache. Ich sag dir ehrlich, mir ist wirklich vollkommen egal. Also wenn du, wir können auch anders machen, und dann fahre ich einfach straight up wieder nach Hause. Juckt mich nicht mal 1%. Ladies and Gentlemen, wir sind auf dem World Club Dome 2023 und ich freue mich sehr, meinen 069er an der Seite zu haben, mein lieber Vega ist da. Was geht, mein Lieber? Dankeschön, mein Bruder. Ich freue mich, hier zu sein. Geht's dir gut? Ich habe gehört, du hattest schon einen sehr schönen Freitag gehabt. Genau, ich war am Freitag schon hier. Gestern musste ich leider aussetzen. Also, heute geschlossen leider? Wegen gestern? Ja, nee, also Freitag war lang. Ich habe um 6 Uhr im Bahnhofsviertel gewartet, dass das Moseleck aufmacht. Da war ich um 9 zu Hause. Deswegen habe ich gestern ein bisschen mich ausgeruht wegen dem Auftritt heute. Und jetzt freue ich mich, dass ich wieder hier bin. Sehr gut. Du sprichst an, du trittst auf. Und hier bei Hafti & Friends, Hafti hat ja quasi in Anführungszeichen geladen, hat seine Friends mitgenommen. Du trittst auf, Liz haben wir gerade gesehen. Basil wird noch auftreten, Jamule und noch viele andere. Wie sehr hast du Bock? Ich freue mich sehr. Also für mich ist ja hier natürlich der Ort, ist natürlich ja für mich sehr, sehr magisch, sehr emotional, direkt am Stadion. Freue mich, dass die Jungs mich gefragt haben, und tatsächlich war mein erstes Mal World Club Dome. Also sehr viele Jungs von mir sind schon echt seit Jahren hier immer unterwegs. Ich habe es aus welchem Grund auch immer irgendwie nie geschafft. Eigentlich seltsam, ne? Weil eigentlich direkt vor der Haustür so. Direkt vor der Haustür, ja. Und wie gesagt, also viele meiner Leute sind auch oft hier, aber ich finde es geil, ich mag den Vibe, ich mag die Stimmung ist gut, Wetter ist brutalst. Und wie gesagt, Freitag war schon top. Bin gespannt. Also freue mich auch natürlich, dass jetzt hier, dass natürlich ein bisschen Deutschrap ist, und es ist vor allen Dingen auch, also wenn man so ein bisschen auf das Line-Up guckt, ist es ja auch schon, sagen wir mal, jetzt nicht so das übliche Line-Up, was man bei so einem Festival, sag ich mal, erwarten würde. Und das freut mich natürlich, ne? Also, dass halt auch Leute hier, sag ich mal, irgendwie Zeit kriegen, eine Möglichkeit kriegen, die ja das vielleicht bei so einem Festival sonst nicht kriegen. Das feiere ich sehr, mag ich sehr. Ja, top. Und wie gesagt, du hast angesprochen, viele Leute hier ist ja auch ein bisschen wie ein Klassentreffen dann am Ende, cool. So, ne? Wie gesagt, viele Leute, die man kennt, die man auch gerne sieht. Du hast mal gesagt, dass du dir ein bisschen mehr Szene in Frankfurt wünschst. Was genau hast du damit gemeint, und ist das, wie hat sich das entwickelt inzwischen? Naja, ich hab das Gefühl, ich habe lustigerweise mal letzten Sommer ein Interview gegeben. Ich habe immer das Gefühl, so der Frankfurter ist prinzipiell einfach sehr gern allein und ist so ein bisschen in seinem Umfeld einfach. Und das spürt man natürlich schon, ne? Also muss man einfach fairerweise sagen, wenn halt natürlich sind auch sehr viele Leute, sag ich mal, die jetzt zum Beispiel ihre Stadt verlassen haben und sind zum Beispiel nach Berlin gegangen, und du merkst halt, es sind Leute, die sind natürlich auch dahin gekommen, um draußen zu sein, um zu connecten, und das haben wir hier nicht so. Ich meine, wir kennen uns alle, manche Leute kennt man seit fast 20 Jahren, aber es gibt wenige Momente, wenige Schnittpunkte, sag ich mal, wo man sich trifft. Ja, heute ist so ein Tag, glücklicherweise. Aber ich habe halt das Gefühl so, und das hat immer schon der Frankfurter Szene so ein bisschen geschadet, dass die Leute nicht diese Power so gebündelt haben und das auch nach außen kommuniziert haben und man einfach viel mehr zusammen gemacht hat, sich die Hände gereicht. Das ist auch, was die Stadt, also das ist auch, was uns ausmacht. Das ist ein bisschen dieser Frankfurter Attitude halt auch. Es gibt ja in vielerlei Hinsicht, also auch ich bin ja auch in anderen Szenen unterwegs, und man sagt ja auch, Frankfurter Arroganz beherrscht die Szene, sagt man bei uns quasi. Und wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile, aber für mich ist wichtig, auch zum Beispiel jetzt auch bei Liz und so, ich will auch, dass sie weiß, also nicht nur, weil ich sie auch feiere, sondern mir ist schon wichtig, dass sie auch sieht, dass wir sind zusammen, wir sind eins, wir sind Frankfurt, und ich will immer auch, dass die Leute merken, zum Beispiel, dass wir sie auch supporten, dass wir sie feiern. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen mehr davon würde einfach allen gut tun, so, weißt du? Mhm. Weil am Ende des Tages, du weißt, wie es ist, die meisten eigentlich, wir feiern uns eigentlich alle gegenseitig, aber jeder ist dann in seinem Ding. Und man zeigt es vielleicht einfach zu wenig, ja, oder sagt es ja, dann am Ende auch zu, ja, wenig, voll. So, weil vielleicht genau diese Frankfurter Arroganz einem im Weg steht und so. Voll.
Du warst ja jetzt auch kürzlich auf Tour. Wie war es eigentlich so? Also hast du gemerkt, okay, du bist noch fit, geht noch? Oder hast du gemerkt, langsam musst du ein bisschen mehr dich vorbereiten, sage ich jetzt mal? Also ich habe mich sehr gut vorbereitet diesmal. Das lag natürlich ein bisschen daran, ich war ja 5 Jahre nicht auf Tour. Also sehr, sehr lange Zeit. Wegen Corona, wegen, hab länger gebraucht für die Platte und so. Also 5 Jahre nicht auf Tour, deswegen war ich sehr gut vorbereitet, war 12 Gigs, davon waren irgendwie 10 ausverkauft. Also man hat gemerkt, die Leute haben noch Bock, wir hatten Bock, wir haben unglaubliche Gigs gespielt. Und nee, ich mache mir keine Sorgen, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut. Ich fühle mich fitter als vor 10 Jahren, fairerweise, weil ja, damals war alles Banane, da hat man ja sich um sowas gar keine Sorgen gemacht. Deswegen, nee, war gut, Bruder. Wir haben, wie gesagt, Ende des Jahres haben wir ja hier Jahrhunderthalle gespielt, danach diese Tour, die Leute sind noch am Start, wir wissen, was wir uns da aufgebaut haben und ich bin ready für alles. Stark. Du hast gesagt, was ihr euch aufgebaut habt, auch über die Jahre und so. Freunde von Niemand feiert jetzt im Dezember quasi 10-Jähriges. Und hattest du mal gedacht, dass das quasi, dass der Erfolg einfach so lange anhält und dass ihr das 10 beziehungsweise fast sogar plus Jahre macht, weil man muss dazu sagen, ihr hattet ja offiziell schon 10-Jähriges, ihr holt es nach im Endeffekt. Genau, naja, also ich sag dir ehrlich, ich hatte immer die, also meine Idee war immer eigentlich, wo wir wieder bei der Frankfurter Arroganz sind, meine Idee war eigentlich immer, dass ich irgendwann das ganze Ding so ein bisschen rule, also zumindest hier in der Stadt. Ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise hat es geklappt. Es gibt verschiedene Sparten, ne? Also jetzt natürlich jemand wie Haft oder so ist natürlich wesentlich bekannter als ich, aber ich, am Ende des Tages spiele ich trotzdem immer noch die größten Gigs hier und das haben wir uns, glaube ich, erarbeitet und es geht auch gar nicht darum, das zu vergleichen oder Konkurrenz. Ich bin so stolz, dass ich von hier bin. Alle Leute, Leute von hier haben so viel geprägt in dieser Szene. Es ist egal, ob es Mo, ob es Azad, ob es Aykut ist oder Torn oder es gibt Hunderttausende, die ich aufzählen kann, Chelo, ja. Abdi, alle. Ich war mir schon ehrlich gesagt immer sehr, sehr sicher, dass das, was wir machen, dass das lange hält, weil es die Idee, wie wir es aufgebaut haben, war so. Es ging nie darum, sage ich mal, sehr, sehr schnell irgendwie in diesem Frame zu sein, der irgendwie angesagt ist oder so. Das war nie die Idee. Wir haben immer gesagt, ey, wir machen unser Ding und wir wissen, es wird Wellen geben, es wird Momente geben, wo wir ganz on top sind, es wird Momente geben, wo das, was wir machen, vielleicht nicht so angesagt ist, aber wir bleiben bei unserem Ding, versuchen natürlich irgendwie mit uns zu entwickeln, aber und so ist es jetzt immer noch, weißt du? Eine neue Platte ist fertig und ich glaube, ehrlich gesagt, davon bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt. Das werden die Leute connecten, damit die offen sind einfach für eine Message, denen das jetzt nicht nur wichtig ist, dass es irgendwie tanzbar ist oder dass es sich schön anhört, sondern die halt auch sagen, okay, ich brauche auch irgendwie was, wo ein bisschen was drinsteckt und daran glaube ich für immer. Und das ist, was ich mache. So, ich habe nie... Ich habe nie damit angefangen, weil ich damit Unmengen von Geld machen würde, also will. Ich nehme es natürlich sehr, sehr gerne, ne? Aber das war nie die ursprüngliche Idee. Und deswegen, ich bin sehr überzeugt, dass das weitergeht. Geil. Das sieht man ja bei euren Gigs auch. Und ich bin auch jetzt sehr gespannt, wenn ihr euren Auftritt hier habt. Ich meine, Festival ist natürlich immer noch was anderes, weil nicht die Core-Crowd quasi so da ist. Aber ich meine, Jahrhunderthalle, egal wo ihr seid, man hat es gesehen, ihr gebt halt so krass viel Energie und Liebe quasi auf die Stage, die dann ins Publikum überschwappt und die halt genauso da wieder zurückkommt. Ich glaube, das merken die Leute, die da unten stehen. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch ein wesentlicher Faktor, warum ihr auch jetzt da seid, wo ihr seid, meiner Ansicht nach so. Weil das ist eine Energie, die immer noch seinesgleichen sucht, glaube ich so. Und du hast angesprochen, Platte ist ready. Was kannst du dazu sagen, mein Lieber? Wann kommt die? Was darf man sich freuen? Also, du hast mir off-cam schon eine kleine Kleinigkeit verraten. Yeah, aber yeah. Es gibt noch kein fixes Datum, aber ich hoffe, dass es irgendwie Ende des Jahres noch passiert. Wenn es Ende des Jahres nicht passiert, dann direkt hoffentlich irgendwie im Januar. Ich habe wirklich jetzt lang daran gearbeitet, meine Platte ist auch schon wieder 2,5 Jahre her. Ich bin wirklich sehr langsam für die momentanen Verhältnisse, aber ja, es ist so ein dummer Jay-Z-Quote, aber ich kann den Prozess nicht
ich kann ihn nicht verschnellern, ich kann ihn nicht antreiben. Es ist einfach, ich muss machen, was ich mache. Wenn es sich nicht anfühlt, fühlt es nicht an. Und ja, ich hab auch irgendwie relativ harte 1,5 Jahre gehabt. Und ja, manchmal war dann auch einfach halt mal keine Zeit für Musik. So dumm es anklingt, das ist, auch wenn es eines so meiner großen Leidenschaften ist, manchmal kommt das Leben dazwischen, sag ich mal, und dann irgendwann später die Zeit, um das zu verarbeiten in Musik, und das ist passiert. Und ich glaube, es ist eine geile Platte. Ich glaube, es ist eine andere Platte. Es ist wieder, ja, es ist anders, aber es ist krass. Ich hoffe, dass wir irgendwann die nächsten 8 Wochen irgendwie damit starten können, und dann werden die Leute schon, glaube ich, peilen, was ich meine. Geil. Und wenn du sagst, die Platte ist ready, aber ihr überlegt Ende diesen Jahres oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres, ist es einfach, weil ihr die Promophase entsprechend aufbauen wollt? Oder ja, müssen genau. Da noch an den Dingern tatsächlich auch noch ein bisschen gefeilt werden? Nee, die Sachen sind fertig. Ja klar, also es geht nicht mal so sehr um die Promophase, aber es ist wirklich einfach viel, viel Zeug, was irgendwie raus muss, was irgendwie auch seinen Platz braucht, was seine Zeit braucht, was seinen Raum braucht. Und es sind irgendwie 6, 7 Dinger, die ich irgendwie schon gerne auskoppeln würde, die ich einfach alleine zeigen will. Und dann dafür braucht man natürlich einen gewissen Fahrplan. Und ja, danach dann irgendwie Anfang nächsten Jahres auf Tour gehen wieder und einfach schauen. Geil. Mein Lieber, wir machen das Ganze ja klar, weil wir natürlich wissen wollen, was bei euch geht, aber wir machen es natürlich auch für die Leute da draußen und viele Jungs wie du und ich kommen ja von der Straße und wir würden gerne der Straße was zurückgeben hier bei Deutschrap Ideal, deswegen haben wir quasi ein kleines Format. Wir fragen nämlich Leute draußen auf der Straße immer, was sie gerade so beschäftigt, und sie geben uns ihre Fragen mit und wir geben diese Fragen quasi an unsere Gäste weiter, weil sie in der Regel schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben und vielleicht einfach den Leuten auf der Straße ein bisschen was zurückgeben können. Das sind jetzt ganz normale Durchschnitts Menschen, die wir getroffen haben und einfach mal gefragt haben, was gerade bei denen so am Start ist für Themen. Und ich würde dir jetzt mal 3 vorspielen und du kannst ja einfach mal gucken, ob du denen was zurückgeben kannst, was dir gerade in den Kopf kommt oder nicht. Und vielleicht kann der eine oder die andere ja vielleicht was mitnehmen davon. Voll. Wir würden anfangen mit Laura24 aus Frankfurt, und sie hat folgendes Thema. Laura Frankfurt 24. Folgendes Problem: Meine Kollegin ist ein absoluter Drache und hat schon sehr viele Kollegen rausgeekelt, und jetzt macht sie das gleiche mit mir. Habt ihr da irgendwie einen Tipp, wie man dagegen halten kann oder was man da tun kann? Okay. Das ist natürlich für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich mich tatsächlich nicht so lange in der normalen Arbeitswelt aufgehalten habe. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht und habe mich dann relativ schnell entschieden, mich aus dem Konstrukt zu verabschieden. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Sicht, sage ich mal. Also ich habe keinen direkten Tipp dafür, was man da macht. Aber ich kann nur jedem raten, und es klingt sehr einfach gesagt, aber gerade eine Tätigkeit, mit der man irgendwie 10 Stunden am Tag von den 16, die man auf den Beinen ist, verbringt, sollte etwas sein, was einem auf jeden Fall eine gewisse Erfüllung gibt, was einem ein gewisses gutes Gefühl gibt. Und am Ende des Tages, so hart es klingt, man sollte sich da irgendwie versuchen, nicht mit Leuten zu umgeben, die einem das Leben zur Hölle machen. Aber wie man genau das jetzt da macht, also scheinbar hat die ja schon gut gewütet, wie sie sagt. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte so viele gute Tipps, aber ich glaube, die sind nicht gesellschaftsfähig, deswegen... Deswegen, ich hoffe einfach, dass sich das auflöst und dass du da keinen Albtraum auf deinem Job hast. Ja. Hattest du mal irgendwelche Erfahrungen gemacht jetzt im Musikbusiness in irgendeiner Form? Weil du kommst ja auch mit unfassbar vielen Leuten in Kontakt, so, dass da Leute waren, wo du gemerkt hast, okay, die sind einfach, keine Ahnung, nicht mehr ganz so geil, wo du denkst, so, okay, wir sind auf irgendwie auf einer Level-Ebene so, und aber du hattest... Also musstest quasi in irgendeiner Form länger als jetzt einen Tag oder so mit denen quasi Zeit verbringen? Das ist tatsächlich nicht. Ich hatte eine Erfahrung, war tatsächlich auch mit einem Radiomoderator, der in meiner Vorstellung davon, wie man sich verhält, ich meine, du kennst mich, ich bin sicherlich vieles, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein respektloser Typ bin oder irgendwie ein Wichser bin. Ich bin wirklich mit jedem, ich bin immer cool, ich denke, ich bilde mir auf meinen Scheiß gar nichts ein, und ich hatte das Gefühl, er war so mir sehr arrogant gegenüber,
Und ich habe eine relativ lange Reise dahin gehabt und war da eigentlich halt, na klar, um auch Promo zu machen, aber auch einfach für das Ding. Und das war ein Moment, wo ich dann, wo ich gesagt habe, Bruder, mir ist, ich sag dir ehrlich, mir ist wirklich vollkommen egal. Also wenn du, wir können auch anders machen und dann fahre ich einfach straight up wieder nach Hause. Juckt mich kein, nicht mal 1%. Oder wir sprechen jetzt normal miteinander und ziehen das durch. Aber das war eine so der wenigen Erfahrungen. Ne? Was war das so, wenn du sagst, arrogant gewirkt quasi? Was hat er, also was war das für eine Attitude, die er dir quasi entgegengebracht hat? In welcher Hinsicht? Na, ich glaube, ich war nicht, er war, glaube ich, der Meinung, dass ich nicht die Kategorie bin, die er da sonst irgendwie zu Gast hat, zum einen. Und hat irgendwie, glaube ich, ein bisschen meine Fähigkeiten angezweifelt als Rapper oder die Art und Weise, wie ich vorbereitet war, wie professionell ich war, und hat es halt auch offen kommuniziert vor mehreren Leuten, und das ist ja auch sein Recht, aber am Ende des Tages, ne, in der Zeit, wo, und da will ich nicht dumm sein, will ich niemand ankreiden, aber beim Splash letztes Jahr war ich einer von 9 Leuten, die live gerappt haben, so, das ist nicht was, worum ich mir Sorgen mache, so, weißt du, also deswegen. Ich will einfach nur, dass es fair ist, dass alle cool sind, dass man einfach menschlich miteinander quatscht und dass einfach mir, ich mache keinen Film, mir soll auch keiner einen Film machen, das ist alles, weil... Ja, und klar, keinen unberechtigten Film vor allem, ja, da kommt es ja auch nochmal drin, weißt du? Generell auch, man braucht es einfach nicht machen, das ist so, das ist nicht, dafür haben wir ja nicht damit angefangen, weißt du? Dass wir uns dann da gegenseitig rumärgern. Und ja, ey, immer noch, klar, ich bin jetzt ruhiger und älter, aber ich bin immer ready, ich kann es immer switchen, wenn man... Muss nicht, also hoffentlich nicht, aber man kann. Genau, deswegen teste vielleicht nicht zu viel. Ja. Wir haben den nächsten, Orkan, 29, und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr relaten. Mein Bruder Emil, der macht ganz Stress. Ich habe Kopfschmerzen von dem Jungen, und was muss ich damit machen? Sein Kumpel macht immer Stress, er hat Kopfschmerzen mit ihm, was muss er da immer mitmachen? Also damit kann ich sehr relaten natürlich. Boah, ich weiß aber nicht, was man da machen soll. Also ich habe natürlich auch ein paar Jungs, die machen sehr, sehr große Kopfschmerzen. Mit denen habe ich auch schon 100-mal gesprochen. Naja, ich meine, klar, schon offenes Gespräch suchen hilft immer. Und manchmal werden die Leute auch über die Jahre ein bisschen ruhiger. Aber manche Leute sind einfach verrückt. Und dann muss man einfach eher so ein bisschen aussortieren, was sind die Momente, wo man die mitnehmen kann und was sind die Momente, wo man... Weißt du, ich meine, das ist einfach, das hat für mich hat das gut funktioniert, dass ich weiß, so, okay, gibt paar von den Kapazitäten, die kann ich einfach halt an so einem Tag wie heute nicht mitnehmen, weil ich weiß, ich renne denen sonst 10 Stunden hinterher und versuche irgendwie deren Scherben aufzusammeln. Weißt du, ich meine, mit denen treffe ich mich dann lieber alleine, aber ja, gehört dazu, wir sind alle Chaoten. Ja, ja, okay, das, also lieber lernen, damit umzugehen, ja, als versuchen, ich glaub, quasi. Ja, ich glaube eh, das ist eh... Der Gedanke, jemand anderes so komplett zu ändern, der ist sehr schwierig. Man muss einfach nur, finde ich, eher Wege finden, die für sich funktionieren. Ne? Mhm. Und okay. Das ist ja auch das, was man beeinflussen kann. Das stimmt. Du kannst ja deine Reaktion darauf kannst du eher beeinflussen als, weißt du, das andere. Du hast auf jeden Fall auch mehr Kraft darüber. Ja, yeah, genau, das meine ich ja. Dann haben wir noch den Jonathan aus Butzbach 24, und er hat... ein Thema, was dich vielleicht in die Vergangenheit ein bisschen zurückholt. Ich bin der Jonathan, 24, aus Butzbach. Ich bin junger Lehrer und meine Schüler geben mir keinen Respekt. Was kann man da machen? Boah, das sind wirklich harte Fragen, die du da ausgesucht hast. Das ist ein hartes Leben, in dem wir leben. Ja, ich habe natürlich gar keine Ahnung, was man als Lehrer macht. Um Respekt zu kriegen. Ich habe einfach nur gemerkt, also bei uns, als wir jünger waren, wir haben einfach, also ich habe einfach die Lehrer immer, und es ist ganz egal, was für Typen das waren, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich habe die gefeiert, die so authentisch waren, also die einfach wirklich offen kommuniziert haben, egal ob die in meiner Welt waren oder nicht in meiner Welt, aber diese, ich habe immer das Gefühl, Authentizität, das ist irgendwas, womit ich immer connected habe. Also, wenn die offen gesprochen haben, ne? Also selbst auch wenn die, selbst wenn die gesagt haben, ey, mich stresst es und so, dass mich hier niemand respektiert, was man, so weiß ich meine, so Sachen, und wir haben auch paar Lehrer, denen wirklich den Job gekostet, das ist mir, im Nachhinein tut mir das auch wirklich leid,
Ja, man war halt jung und wild. Wir wollten einfach nur irgendwie denen das Leben zur Hölle machen. Aber lustigerweise, ich habe ein, zwei Kollegen, die auch Lehrer sind. Ich müsste die mal fragen. Aber die sind sehr authoritär und authentisch. Aber es tut mir leid, dass ich den ganzen Leuten hier überhaupt gar keinen guten Ratschlag geben kann. Nee, aber vielleicht ist es ja schon ein guter Ratschlag, tatsächlich authentisch zu sein. Weil ich glaube auch, bei uns war es ähnlich so. Du hast halt gemerkt einfach, bist du ein echter Typ so oder bist du halt so ein... Ich meine, klar, als junger, wilder, ne, hat man immer seine eigenen Vorstellungen so, wen man vielleicht respektieren will und wer nicht. Autoritäten sind eh immer ein schwieriges Thema so. Aber ich glaube, offen damit umgehen ist auf jeden Fall, hilft schon mal. Und notfalls einfach diesen Fernsehschrank reinschieben. Kennst du diese? Das kommt immer gut an. Heute habe ich den Fernsehschrank dabei, heute gucken wir eine Doku über Tiere. Kennst du die? Okay, perfekt. 1,5 Stunden schlafen. Dann kriegt man immer Liebe, Bruder. Das stimmt, Alter. Am besten freitags oder sowas. Oder montags direkt zum Reinkommen. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich will dich gar nicht länger aufhalten, weil du hast noch einen wundervollen Auftritt vor dir. Wie gesagt, ihr habt es gehört. Album ist ready, Album kommt. Also checkt auf jeden Fall Wege ab. Und da werdet ihr auf jeden Fall einiges mitbekommen in der nächsten Zeit. Da werden ein paar Projekte released und dann kommt das Album. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf deinen Auftritt. Und vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, und, mein Bruder. Wir sehen's. Yes, baby.